Hey! Hello guys! Here's Thomas from Free and Ride. I can speak sehr gut English. Yeah, we are in Bike Park. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Bike Park und der Thomas von Free and Ride, der ist heute dabei aus Kanada, heute zu Besuch hier im Sauerland. Und ja, wir fahren heute das Season Closing sozusagen in Willingen. Wir machen jetzt gerade hier mal die Bikes fertig und ja, der Thomas von Free and Ride ist schon ziemlich heiß. Er hat ein Parkbike, ja? Parkbike. I only ride park, I only ride park. Yes, ihr wisst Bescheid. Wir machen uns jetzt mal schnell fertig und dann gehen wir die anderen suchen, weil es sind noch viele, viele andere Leute da. Unter anderem auch der Tom, der Marc. It's Michi. Schafft aber nicht, den Pulli anzuziehen. Und yes, auf geht's. So Leute, wir fahren das erste Mal hoch und ja, ich muss heute tatsächlich ein bisschen easy machen. Die Leute auf Instagram haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe mir einen Nabelbruch zugezogen. Der musste jetzt nicht zwingend sofort operiert werden und meine Ärztin hat gesagt, dass ich ja so gut wie normal eigentlich alles machen kann, aber ich traue der ganzen Sache nicht so. Deswegen geht es heute ein bisschen entspannter, ein bisschen aufpassen und ja, einfach darauf achten. Ja, deswegen kann es sein, dass ich das Ganze noch operieren lassen werde in näherer Zukunft und ja, dann falle ich halt auf jeden Fall ja, 4 bis 6 Wochen safe aus und ja, das wird auf jeden Fall dann noch eine spannende Zeit hier auf dem Kanal, weil einfach ja so ein bisschen anderer Content kommen muss, ne? Ja, nichtsdestotrotz versuchen wir heute den letzten Tag hier in Willingen zu genießen. Ich versuche das Ganze einfach ein bisschen zu vergessen und ja, nicht traurig zu sein, deswegen mir nicht zu viel Sorgen zu machen, einfach Spaß zu haben. Jo, wir fahren jetzt mal hoch. Hoffen, dass wir die anderen da auch treffen, weil wir sind zwar mit super vielen Leuten da, aber wir sitzen gerade nur zu zweit im Lift. Nein, auf geht's. Zum Einrollen sind wir dann auf die Flow Country gestartet, zusammen mit Marc, der vorgefahren ist und ich glaube hinter mir war sogar der Tom. Ich finde ja persönlich, dass es immer so ein bisschen ja, nostalgisch, melancholisch ist, wenn man das letzte Mal in der Season in den Bikepark fährt und umso mehr habe ich es genossen, was wir für ein mega gutes Wetter hatten. Es war zwar nicht ganz so warm, aber es war blauer Himmel, Sonnenschein, die besten Leute mit dabei und das konnte einfach nur gut werden. Nachdem wir dann den ersten Abschnitt Flow Country hinter uns hatten, wollten wir uns natürlich noch die Freeride wieder anschauen. Denn ihr wisst ja Bescheid und die meisten von euch sind die Freeride mittlerweile auch schon gefahren. Und ich finde, der Bikepark Willingen hat hier einen mega guten Job gemacht oder eine schöne Line hingezimmert. Ich freue mich schon mega darauf, was sie nächstes Jahr sich einfallen lassen oder allgemein, was die ganzen Parks sich in der nächsten Saison einfallen lassen. Was ihr da so vermutet, vielleicht schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr da so spekuliert.
Leider war es für mich die ganze Zeit so, dass ich mit dem Kopf irgendwie bei dieser Nabelbruchgeschichte war und mich auch nicht so wirklich gut aufs Fahren konzentrieren konnte. Ich hatte immer mal wieder die Momente, wo ich wieder wirklich nur im Hier und Jetzt und auf dem Trail war, aber ich war auch immer wieder irgendwie bei dieser Nabelbruchgeschichte und hatte Sorgen, habe alle Nase lang dann mal Pause gemacht und mal geschaut, ob noch alles gut ist, ob sich da irgendwas verändert. Was komplett hirnrissig ist eigentlich, aber ja, was der Kopf dann einem so für Streiche spielt halt. Von hinten. Eine meiner absoluten Lieblingsstrecken hier im Bikepark Willingen ist natürlich die World Cup Downhill Line. Ich denke mal, mit der Freeride zusammen ist das schon eine richtig coole Kombi. Und dazu noch die Enduro, wenn man ein bisschen Abwechslung haben möchte. Finde ich mittlerweile echt richtig gut gelungen hier. Und auch die Atmosphäre hier in Willingen gefällt mir immer richtig gut. Es ist super angenehm. Und ich war sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt am Ende der Season anfühlt, nochmal die Downhill zu fahren. Hier aber was für das ist doch dieser Typ hier. Was für Michi? Der ist da unten. Die Leiste. Ja, machen wir aber jetzt auch so. Aber ist raus, oder? Wer weiß denn mit dem Fall? Genau. Wir haben alle noch was im Kopf. Noch was im Kopf? Wir haben doch die Kultur. Was kommt denn vor oder was kommt denn vor? Was kommt denn vor? Dein Baumstumpf abgekommen. Ich bin in den Baumstumpf gefahren, über den Lenker. Komm. War du dann nicht. Okay, ja. Wie das natürlich immer so auf der Downhill hier ist, muss man sich die mal zwischendurch angucken und mal die Linien suchen. Ich freue mich schon darauf, der Thomas hat das nämlich auch vor, sich die Line komplett zu erarbeiten. Ich weiß, ich habe mir das schon lange vorgenommen, aber nächste Saison wird es auf jeden Fall Zeit. Bei mir war tatsächlich an dem Tag die Konzentration, die Kraft ziemlich schnell am Ende, weswegen ich auch die letzten Runden echt nur noch entspannt irgendwo ein bisschen runtergegurkt bin. Was für mich aber vollkommen okay war, denn mir ging es hauptsächlich darum, alle Leute nochmal wiederzusehen und einfach ein paar gemütliche Runden zusammenzufahren. Ich glaube, allen ging es an dem Tag darum,
einfach nur ein bisschen hier Spaß zu haben und keine wilden Challenges zu meistern. Nichtsdestotrotz hat der Tag mega Bock gemacht und ich freue mich schon so, so sehr auf die nächste Saison, Leute. Letzter Bikepark-Besuch 2022 haben wir, ne? Schon Winterberg letztes Mal gefragt. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Tag, aber ich muss sagen, ich war wegen dieser Nabelbruch-Geschichte echt nicht ganz bei der Sache. Es war auch einfach ein paar nicht so geile Situationen dann auf der Downhill. Aber zwischendurch, wenn man dann das Ganze mal vergessen hat, lief es auch ganz gut. Aber es ist einfach, weil man Angst hat, das falsch zu belasten und so. Und ja, ich muss das Ganze zwar jetzt nicht zwingend operieren lassen, Stand aktuell, aber heute hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich auf jeden Fall das Ganze so flicken lassen will, dass ich wieder voll belastbar bin, weil das will ich nicht für immer so mitmachen. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall ein paar Wochen ausfallen, was Biken angeht. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht wird es da ein bisschen anderen Content geben oder so, aber wir werden schauen. Vielleicht nehme ich euch auch einfach mit durch diese ganze Chose, keine Ahnung, mal gucken. Es war auf jeden Fall trotzdem ein cooler Tag. War schön, alle nochmal wieder gesehen zu haben. Vor allem die, die man so selten sieht, wie zum Beispiel den Benny. Den Benny habe ich das erste Mal dieses Jahr erst gesehen. Und ja, ich hoffe, dass wir in der Offseason dennoch alle mal ein paar Mal zusammen fahren werden. Und dass man dann sich ja auf den Home Trails des jeweiligen irgendwie trifft oder so, weil ich finde, gerade dann so auf Home Trails und so, nicht im Park, macht es halt mit Freunden noch mehr Bock einfach. Aber abschließend ist auf jeden Fall zu sagen, so Bikepark saisonmäßig bin ich schon ganz happy. Ich werde darüber auf jeden Fall auch ein einzelnes Video machen, so ein kleines Resümee ziehen. Und yo, ich hoffe, ihr hattet eine geile Bikepark-Saison dieses Jahr und ich freue mich auf nächstes Jahr, dann ohne Nabelbruch. Ich werde das auf jeden Fall jetzt in der Offseason natürlich erledigen, dass ich nächstes Jahr voll am Start bin und ja, ich freue mich drauf. Danke an alle, die heute da waren und mit uns eine gute Zeit hatten. Lasst gerne ein Abo da, jede Woche mindestens 2 neue Videos und an alle, die ich getroffen habe hier im Bikepark heute. Danke für euer liebes Feedback. Also ich habe ein paar Follower getroffen. Ich kenne natürlich jetzt eure Namen nicht alle, aber das war einfach ein super, super liebes Feedback. Einer, jetzt der als letztes aus Holland. Du wirst dich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Das war so ein liebes Feedback einfach. Das hat irgendwie, also war so herzlich. Das fand ich richtig, richtig cool. Und ja, danke dafür, Leute. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Saison, wenn ihr noch irgendwo fahren gehen könnt. Und sonst eine gute Offseason.